Schreie der Menschen hört man jetzt nur noch nachts. Die Lichter sind aus und die Menschen schreien zwar Allahu Akbar, der Gott ist groß, aber in Wahrheit meinen die, hilft uns Ausland, ignoriert uns nicht. Und da ist die Frage, also ich versuche neben meiner Arbeit ehrenamtlich sehr viel zu tun, damit man diese Menschen hört. Die Frau, die gestorben ist, heißt übrigens Stimme. Und deshalb habe ich mich vor 2 Tagen hingesetzt und einen Brief an die Abgeordneten des Bundestages geschrieben, damit die Stimme Nedas wir sind. Dass wir für diese verstorbene Frau, die einfach an der Straßenrand gestanden hat und demonstriert, noch nicht mal demonstriert hat und getötet wurde, erhört wird. Daraufhin habe ich diesen Brief geschrieben, in dem ich die Bundesregierung dazu auffordere, fast schon, Ban Ki-moon dazu zu bewegen, immerhin ist UNO auch für die Menschenrechte in der Welt zuständig, dazu zu bewegen, nach Teheran zu fliegen, sich diese Gefängnisse anzusehen, die Menschenrechte im Iran nicht außer Acht zu lassen und wenn es wirklich schlimm ist, eine Generalversammlung zu berufen. Ich bitte hierin die Abgeordneten auf die Demos mitzulaufen. Ihre Präsenz ist wie eine Beschimpfung einer Diktatur. Die sollen einfach hingehen und mit den Menschen laufen. Außerdem bitte ich Sie, die Freilassung aller politischen Gefangenen in Iran zu erwarten, weil es Menschenunrecht ist, Menschen, die nichts getan haben, nur wählen wollten und für ihre Kandidaten auf die Straße gegangen sind, festzunehmen und zu foltern. Das wissen wir, dass die foltern. Bilder gibt es zu Genüge. In dieser medialen Welt bleibt nichts mehr verborgen. Wir können das sehen, wenn wir wollen, aber wir wollen es gerade nicht. Und Ende der Woche, ich habe gerade mit dem Herrn Müntefering und Frau Rawat gesprochen, Ende der Woche werde ich alle Unterschriften, die ich gesammelt habe, ob es per Facebook ist oder persönlich oder schriftlich oder per E-Mail, denen einreichen, damit die versuchen, die anderen Abgeordneten dazu zu bewegen, eine Fraktion zu bilden, 6 Parteien, die eine Fraktion gegen gegen Unrecht und Frauen und menschliche Unrecht, was in Iran passiert, und Folter und Diktatur etwas zu unternehmen.